day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat. Bei jedem Jugendlichen gibt es eine Familie, so Stress, sagen wir mal, Familie, Freunde, unter Freunden selber. Auf den Straßen ist es so, wer sich beweisen kann, der muss es. Ich bin gegen Gewalt, aber wenn irgendjemand meine Familie irgendwie beleidigt, dann weiß ich nicht, also kann ich für nichts garantieren. Guck mal, jetzt, wenn wir hier so sitzen, gell, bin ich doch voll gechillt eigentlich. Wenn mich jetzt jemand provoziert, dann habe ich einen Hass. Habe in meinem Leben schon viele Sachen verpasst, ist, was ich besser machen könnte. Indem ich viel mit Polizei zu tun hatte, mit Schlägerei, viel Gewalt. Wir sind nicht gefährlich, denke ich nicht. Für jemanden, der es nicht drauf anlegt. Wir sind Männer, verstehen Sie? Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Diese Justiz, Staatsanwalt, das macht das Kopfgeficke. Es ist halt der tägliche Kampf sozusagen. Man hat immer mit den Bullen zu tun. Hier drin kann man nicht besser werden. Hier drin lernt man nur, wie man krimineller werden kann. So wie in Amerika die schwarzen Niggas genannt wurden, so werden wir in Deutschland genannt, knapp. Deutschland ist so kalt irgendwie. Für mich in 10 Jahren. Da bin ich hoffentlich schon längst verheiratet, habe meine Kinder. Ich wünsche mir ein besseres Leben für meine Kinder. Gewaltfrei.